In diesem letzten Video erkläre ich euch kurz, wie ich den Song abgemischt habe. Ich gebe euch eine kurze Einführung in Equalizer und Kompressor und zeige euch ein paar Tricks, mit denen ich es geschafft habe, die Standard-Cakewalk-Instrumente noch Rock klingen zu lassen. Falls ihr euer Projekt noch offen habt, könnt ihr natürlich wieder mit dem weiterarbeiten. Ansonsten nehmt ihr einfach das bereitgestellte Rock Anthem Complete Projekt. Da ist der fertig abgemischte Song mit allen programmierten MIDI-Spuren drin. Klickt man drauf, wähle wieder meinen Desktop als Speicherort aus, klicke OK und hier sehen wir unser altbekanntes Projekt wieder. Um jetzt ein bisschen behind the scenes zu schauen, öffne ich mal den Mischer. Da gehen wir auf Ansicht, Mischpultansicht und das machen wir auch gleich schön groß. Und hier sehen wir jetzt einen Haufen Spuren für Gitarren, Chor, Strings, unser Pad in lila, unser Bass, ganz viele Schlagzeugspuren, da kommen wir später noch darauf zu sprechen, und ein Effekt. Auf der rechten Seite sehen wir sogenannte Busse, was das ist, erkläre ich auch noch später. Hier unten seht ihr Fader, mit denen könnt ihr lauter oder leiser machen. Ihr seht hier diesen sogenannten Pan-Knopf. Damit könnt ihr die Instrumente nach links oder nach rechts schieben. Ihr seht hier oben Platz für Plugins, TH3, Sonitus, Equalizer etc. Was das alles ist, schauen wir uns auch noch später an. Und ihr seht hier Sense. Das erklären wir auch noch später. Ich habe hauptsächlich Equalizer und Kompressoren verwendet und ein bisschen Hall. Wir schauen uns das mal kurz anhand der Snare Drum an. Klickt dann mal auf Solo. Und mache hier diese beiden Effekte gleich mal aus, damit wir hören, wie die ursprünglich geklungen hat. Mit einem Doppelklick können wir unseren Equalizer öffnen. Und hier sehen wir eine Art Matrix, wo wir nach rechts die Frequenzen und nach oben und nach unten den Pegel aufgezeichnet haben. Was macht ein Equalizer? Ein Equalizer kann verschiedene Frequenzbänder lauter oder leiser machen. Also man kann Höhen hinzufügen, Höhen absenken, Bässe oder Mitten, mal ganz grob gesagt. Wir können uns mal den Unterschied anhören. So klingt das Snare ohne Equalizer. So mit, also mein Klang ist deutlich verändert. Was ich da genau gemacht habe, erkläre ich euch später nochmal. Dann habe ich noch einen Kompressor dazu geschaltet. Was macht ein Kompressor? Kurz gesagt, ein Kompressor verringert die dynamische Bandbreite von einem Signal. Das heißt, er macht laute Sachen leiser. Etwas genauer erklärt, es gibt eine gewisse Linie, das ist hier dieser Threshold. Unterhalb der Linie arbeitet der Kompressor gar nicht. Und alles, was über der Linie ist, wird mit einer Ratio leiser gemacht. Diese Ratio sehen wir hier, 5,8 zu 1, fast 6. Das heißt, alles, was über dem Threshold von minus 16,9 dB ist, wird um ein Sechstel leiser gemacht. Wenn wir zum Beispiel ein Signal haben mit minus 11 dB, das wäre jetzt genau 6 dB lauter als diese minus 17 dB hier, dann würde dieser 6 dB Unterschied auf ein Sechstel reduziert werden, also auf 1 dB. Dieser Kompressor hat noch eine Attack- und eine Release-Einstellung. Attack bedeutet einfach, wenn das Signal den Threshold übersteigt, wie lange dauert es, bis der Kompressor seine volle Lautstärke-Reduzierung erreicht? Und die Release-Zeit ist, wie lange dauert es, bis der Kompressor diese Lautstärke-Reduzierung wieder vollständig aufhebt? Wir hören uns das mal an. So klingt es ohne. So mit. Ohne. Ja, man hört, dass der Teppich ein bisschen hervorgehoben wird. Die ganze Snare klingt ein bisschen länger. Das macht in dem Fall unser Kompressor. Jetzt haben wir ungefähr erklärt, was ein Kompressor und ein Equalizer macht. Lasst uns einfach mal alle Instrumente kurz der Reihe nach durchgehen und schauen, was wir da so gemacht haben. Ich fange an mit dem Bass. Ich schalte mal alle Plugins aus, dass wir hören, wie der ursprüngliche geklungen hat. Das erste, was ich gemacht habe, ist eine Amp-Simulation dazu zu schalten. Hier sieht man den Amp,
und noch eine Box. Damit klingt das Ganze dann schon so. Wesentlich lauter, aber auch wesentlich bisschen verzerrter, bisschen natürlicher. So hört sich eigentlich eher ein Rockbass an. Dann habe ich das ein bisschen ge-equalized. So klingt es mit und ohne. Im Prinzip habe ich einfach nur die Anschläge hier oben bei 4 kHz etwas hervorgehoben und die tiefen Töne und ein bisschen von diesem Ümpf rausgezogen. Das Ganze habe ich dann noch ein bisschen komprimiert, um es ein bisschen dicker zu machen, ein bisschen gleichmäßiger. Und das war es eigentlich mit unserem Bass schon. Bei unseren Rhythmusgitarren habe ich Ähnliches gemacht. Ich habe einen Equalizer benutzt, habe unten die ganz tiefen Frequenzen, wo ja kein Ton mehr von der Gitarre kommt. Ja, die Gitarre geht nicht unter 80 Hertz. Ich habe genau bei 83 Hertz, das ist ungefähr das tiefe E, abgeschnitten. Tieferen Ton bekommen wir nicht von der Gitarre. Und ich habe oben ein paar Höhen entfernt. So klingt es mit. So ohne, dann merkt man, ist irgendwie relativ beißend. Und so klingt es ein bisschen breifer. Und was sie noch gemacht haben, das sieht man hier bei dieser 4. Das ist bei 4 kHz, habe ich ein bisschen eine Kerbe reingemacht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, beim Bass haben wir bei 4 kHz eine Anhebung gehabt. Für diese Schnackelgeräusche, für die Anschläge. Und damit wir diese Anschläge jetzt noch ein bisschen besser hören, während die Gitarre spielt, habe ich die bei der Gitarre etwas rausgezogen. Somit mache ich frequenzmäßig ein bisschen mehr Platz für den Bass. Das Ganze ist unten auch passiert. Wir haben hier bei 62 Hertz ungefähr eine große Anhebung. Und bei der Gitarre unterhalb von 83 Hertz nichts mehr. Also der Bass hat es quasi die Möglichkeit, hier durchzukommen und hier, weil da von der Gitarre wenig ist. Wir können uns jetzt beides mal zusammen anhören. Du fängst mit Equalizer, wenn ich jetzt beides ausschalte. Hat man den Bass auch, aber so kommt er ein bisschen besser durch einfach. Man kann ganz klar oben die Anschläge hören und unten den Bassbereich. Das ist eins der Ziele vom Abmischen, dass man verschiedene Instrumente nicht nur gut klingen lässt, sondern dass man auch beide gut hören kann. Und das ist hier eine Möglichkeit, für beide Instrumente Platz zu machen. Wir heben beim Bass hier an, wir senken bei der Gitarre hier ab. Wir heben beim Bass hier an, wo keine Gitarre mehr ist. Die Lead-Gitarre habe ich ähnlich bearbeitet. Ich habe die tiefen Töne abgeschnitten, weil die ja keine tiefen Töne spielt. Und habe oben ein bisschen die Höhen entschärft. Ich habe das Ganze auch wieder ein bisschen komprimiert. Nicht viel, einfach nur, um das Ganze ein kleines bisschen mehr zusammenzuführen und um Lautstärkesprüngen vorzubeugen. Hören wir uns das gleich mal an. So klingt's ohne. So klingt's mit. Und was ich noch hinzugefügt habe, das merkt man gleich, wenn ich das Playback stoppe. Das ist ein Delay. Dazu habe ich hier diesen Send-Bereich benutzt. Da kann man das Audiomaterial von diesem Kanal, wenn man hier auf das Plus schickt, auf eine Spur schicken, auf eine andere Spur. Senden quasi, deswegen heißt es Send. Ich habe hier das an die Spur Git Delay geschickt, habe hier den Pegel eingestellt und jetzt sehen wir hier, wenn ich die Gitarre laufen lasse, dass wir hier nochmal dieses Delay bekommen. Kannst mal ausschalten, dann klingt es gleich ziemlich dünn. Und wenn ich es wieder einschalte, bekommt die ganze Lead-Gitarre einfach ein bisschen mehr Raum und Platz. Unsere beiden Pads, Chor und Streicher, habe ich nach links und rechts gemischt. Einmal rechts die Streicher, einmal links der Chor. Nicht zu weit, aber einfach um ein bisschen in der Mitte Platz zu machen. Und ich habe das Ganze auf einen Stereobus geschickt. Das sieht man hier unten bei Ausgänge, der Ausgang Pad. Den finden wir ganz rechts hier. Hier auf Solo-Klick.
Und das hat den Vorteil, dass ich jetzt diese beiden Spuren gemeinsam bearbeiten kann. Es soll ja ein Pad-Sound sein. Klar, es sind zwei verschiedene Sounds, aber die muss ich jetzt nicht irgendwie untereinander abgrenzen. Die sollen ja zusammenklingen, also bearbeite ich sie auch zusammen. Ich habe einen Equalizer benutzt, um alle tiefen Frequenzen zu entfernen. Da haben wir genug im Bass und Gitarre, haben wir vorher gesehen. Der Bass war ja ungefähr hier bei 62, die Gitarre bei 83 Hertz. Und da braucht unser Pad nicht auch noch da unten umeinander fuhrwerken. Ich habe hier oben bei 2 kHz eine leichte Anhebung gemacht, um da ein bisschen das Ganze hervorzuheben. Da ist sonst bis jetzt noch nichts. Und habe wieder ein paar Höhen entfernt. So klingt das Ganze mit Equalizer. So ohne. Klingt ein bisschen voller und natürlicher. Aber wenn ich jetzt die Gitarre und den Bass dazu schalte, merke ich, dass es so einfach ein bisschen besser harmoniert. Anschließend habe ich das Ganze noch durch einen Hall geschickt. Das hört man immer, wenn man auf Stopp drückt, dass hier so dieses Ausfaden noch kommt. Das kommt vom Hall. Einfach um unserem Pad noch etwas mehr Raum zu geben und es etwas weiter nach hinten zu schieben im Mix, damit es sich schön hinter der Gitarre und dem Bass einfügt in den Mix. Als letztes brauchen wir noch das Schlagzeug. Das war mit Abstand das komplizierteste Instrument zu mischen. Warum? Ganz einfach, das Schlagzeug besteht aus vielen verschiedenen Instrumenten, Trommeln und Becken. Die wollen alle einzeln gut klingen, zusammen wie ein Instrument klingen und dazu auch noch im Mix gut durchkommen. Wir schließen mal kurz den Mixer mit diesem Reduzieren-Knopf hier unten rechts und klicken mal auf Tracks. Und hier sehen wir eine Liste von allen Spuren, die wir haben. Und alle, neben denen ein Haken ist, sind auch sichtbar. Hier sehen wir schon einen kompletten Ordner mit Drums, die wir gerade nicht sehen. Die habe ich ausgeblendet, einfach damit das Projekt übersichtlicher wird. Die blenden wir jetzt mal ein, klicken auf OK. Und hier sehen wir unseren Ordner. Können wir jetzt hier auf das Plus gehen. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir es hier ganz viele verschiedene Druminstrumente. Warum haben wir so viele verschiedene? Ich zeige euch das mal kurz. Ich klicke hier nochmal auf dieses MIDI-Zeichen. Da können wir unser Schlagzeug sehen. Und oft gibt es die Möglichkeit, bei virtuellen Schlagzeugern die einzelnen Instrumente auf verschiedene Kanäle zu legen. Leider ist das hier aber nicht der Fall. Also habe ich einiges tricksen müssen, um das zu erreichen. Warum möchte man das überhaupt auf verschiedene Kanäle legen? Naja, wenn ihr euch erinnert, wo wir unseren Beat geschrieben haben, wir spielen gleichzeitig die Bassdrum, die Hi-Hat und die Snare. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Snare anders abmischen wollen, würden wir auch gleichzeitig die Bassdrum und die Hi-Hat beeinflussen. Da es beim Cakewalk-Schlagzeug aber leider nicht möglich ist, die verschiedenen Instrumente auf verschiedene Kanäle zu legen, habe ich einfach 7 verschiedene Schlagzeuginstrumente benutzt. Wir haben hier eins für die Kick, den haben wir gerade offen. Wir haben eins für die Snare. Wir haben eins für die Hi-Hat. Für jede Tom 1, Tom 1, Tom 2, Tom 3 und ein Instrument für die Becken. Somit kann ich alle Instrumente bestmöglich abmischen. Das einzige Problem, was wir jetzt hier haben, man sieht es schon, wir haben nicht wie bei allen anderen Instrumenten eine MIDI-Spur und ein Instrument, sondern wir haben hier 7 Instrumente und hier unten eine MIDI-Spur. Und die habe ich mit Hilfe einer sogenannten Drum Map verknüpft. Wenn ich jetzt hier auf diesen Drum Map Manager gehe, da sieht man genau, was ich gemacht habe. Man sieht hier, die Bass Drums sind auf dem Instrument Kick 1 gelandet. Das ist unser Kick-Instrument. Die Snares sind auf dem Snare-Instrument und die Toms auf dem Tom und so weiter. Und wenn ich jetzt hier mal auf Play drücke, sehen wir, dass wir hier bei jedem Kickschlag, bei jedem Snare-Schlag bewegt sich hier, da ist die Hi-Hat, da hat man kein Becken. Also diese MIDI-Spur spielt also diese 7 Instrumente. Wie das genauer funktioniert, wenn euch das interessiert, habe ich euch ein Video verlinkt. Da wird es nochmal ganz genau erklärt, wie das funktioniert. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Mischer und schauen uns mal an, wie wir jetzt diese ganzen verschiedenen Instrumente gemischt haben. Wir fangen an mit der Bassdrum.
Ich schalte mal auf Solo. Da werden Equalizer genommen. Der hebt das hohe Anschlagsgeräusch hervor und ein bisschen die tiefen Töne von der Bassdrum. Hören wir uns das mal an. So klingt es ohne. Ja, bisschen pappiger tatsächlich. Und so ein bisschen voller. Dazu gibt es noch einen Kompressor. Der macht nichts anderes, als das Ganze ein bisschen knackiger, kürzer und noch ein bisschen intensiver klingen zu lassen. Mal ohne. Ja, da wummert es so ein bisschen nach. So klingt es ein bisschen kürzer und knackiger. So, die Snare. Die zeige ich euch gleich mal ohne alle Plugins. Die Snare hat auch einen Equalizer. Der entfernt die ganz tiefen Frequenzen, gibt etwas mehr Bauch hinzu. Und hebt oben die Anschläge und den Teppich-Sound etwas hervor. Schalt ihn mal ein. Ja, wir bekommen mehr Teppich und mehr Wumms einfach. Und was wir am Schluss noch gemacht haben, man sieht hier diese Kerbe. Ich kann die mal hervorheben, dann hört man es ganz deutlich, was sie macht. Da war irgendwie so ein Boop-Sound. Boop, Boop. Dabei. Das habe ich da ein bisschen entschärft. Und so ist es weg. Zusätzlich bekommt die Snare auch noch einen Kompressor. Der macht hier nichts anderes, als ein bisschen mehr Attack zu geben und verlängert die Snare gleich ein bisschen, dass sie ein bisschen fetter klingt. So ist mit. So ohne. Und dann sind wir aber mit der Bearbeitung von der Snare noch lange nicht fertig. Ich habe das Ganze auf einen zweiten Kanal gesendet. Hier sieht man schon Snare Disto. Wenn ich die beiden Plugins ausschalte und diesen Kanal auch auf Solo schalte, hört ihr, dass dieser Kanal natürlich genauso klingt wie unser erstes Snare. Das ist eine 1:1 Kopie. Und da habe ich als erstes einen Gitarrenverzerrer draufgelegt. So hört sich das an. Das macht es richtig kaputt. Wir wollen es aber auch so einzeln gar nicht hören. Wir wollen es ja zusammen hören. Aber das gibt der Snare so einen richtig fetten Sound dazu. Wir hören das mal zusammen an. So klingen beide Snaren zusammen. Wenn ich jetzt hier eine rausnehme, so klingt die Snare alleine. Ziemlich dünn im Vergleich. So klingen sie zusammen. Da kommt so ein bisschen Metallisches noch dazu. Großartig für eine Rocksnare. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Snare-Hall dazugelegt. Und so klingt unsere fertige Rocksnare. Das ist eigentlich mehr Hall als Snare so ein bisschen, aber seit den 80er Jahren macht man das so und das ist einfach die Konvention. Für die Hi-Hats gibt es ein bisschen EQ, wieder tiefe Frequenzen entfernt. Bei den Toms habe ich auch nur etwas EQ-Leist. Hier unten den Ton der Tom hervorgehoben, oben ein bisschen den Anschlag. Das habe ich bei allen dreien gemacht. Bei den Becken habe ich Ähnliches gemacht. Höhen hervorgehoben, tiefe Frequenzen entfernt. Das ist alles nichts mehr Spannendes. Wir hören uns einfach mal das Schlagzeug mit allen Effekten an. Und es klingt schon gut, aber es ist alles noch so ein bisschen einzeln. Ja, jedes Instrument kann man sehr gut hören und jedes Instrument läuft noch so ein bisschen einzeln. Es ist noch nicht wirklich zusammen. Zu dem Grund stellt man in normalen Studien, wenn man ein Schlagzeug aufnimmt, oft noch Raummikrofone auf, dass man nicht nur die Snare einzeln und die Bassdrum einzeln, sondern dass wir auch ein Element haben, das alles zusammenführt. Natürlich habe ich jetzt hier keine Raummikrofone bei diesem Schlagzeuger, ja, wo auch. Darum habe ich versucht, das Ganze zu simulieren. Und zwar, ich habe jeden Kanal auf einen eigenen Bus, auf eine eigene Aux-Spur gesendet. Man sieht hier, ich habe das gleich mal Room genannt. Da schalten wir jetzt mal alles aus und schalten den Kanal auf Solo, um uns das anzuhören.
Wir können also hier alle Instrumente hören, so wie wir das abgemischt haben. Und als nächstes habe ich den ganzen Kanal durch ein Hallgerät geschickt. Und schon klingt das Ganze so ein bisschen, als ob man in einem Raum mit einem Schlagzeuger stehen würde. Es ist ein sehr großer Raum, es ist sehr hallig, man steht sehr weit weg vom Schlagzeug, der spielt irgendwo am anderen Ende vom Raum. Vielleicht in einem großen Club. Aber das wird uns nachher helfen, das ganze Schlagzeug etwas zusammenzuführen. Ich habe diesen halligen Klang etwas geequalized. Da habe ich die tiefen Töne rausgezogen und die Höhen. Die brauchen wir nicht, weil die Tiefen, die wummern nur, wenn sie zu hallig sind. Wenn das Bass dann zu lang wird, dann macht es so. Das brauchen wir nicht. Und auch die Höhen, die können auch etwas klarer sein. So klingt das Ganze dann. Ohne, mit. Und dann habe ich das Ganze noch ordentlich zusammenkomprimiert. Um diesen Hall nochmal richtig rauszubringen. Das Ganze klingt jetzt auch schon ein bisschen wie so eine flirrende Fläche schon fast, weil das so zusammenkomprimiert ist. Aber das ist genau das, was wir brauchen, um das hinter unser Schlagzeug zu mischen. Ich schalte die Drums mal auf Solo. Schaltet diesen Kanal nochmal aus und dann werdet ihr mal sehen, was das für einen Unterschied macht. So ist ohne und so ist es mit. Da kommt einiges hinzu. Aber der größte Unterschied ergibt sich, wenn ich das wieder ausschalte. Da werdet ihr jetzt wirklich merken, was da passiert. Da fehlt ganz, ganz viel auf einmal. Auch mal im Mix. Da ist es nicht ganz so deutlich, aber es kommt einfach was hinzu, was dem Schlagzeug dabei hilft, mehr wie ein Instrument zu klingen und es wird einfach nochmal fetter. Und genau darum geht es bei Rockmusik, möglichst fette Sounds zu kreieren. Ganz am Schluss landen alle Signale hier auf diesem Masterkanal, den habe ich natürlich auch etwas bearbeitet, so klingt es ohne alles. Und da habe ich erstmal einen Multiband-Kompressor verwendet. Das ist nichts anderes als 5 Kompressoren, wo jeder für ein Frequenzband zuständig ist. Warum macht man das? Naja, die Kickdrum zum Beispiel hat sehr viel Bass und sehr viel Pegel dadurch. Und wenn wir jetzt die Mischung unserer Instrumente gleichzeitig komprimieren würden, würde jedes Mal, wenn die Kickdrum spielt, der Pegel steigen und somit die komplette Mischung herunterkomprimiert werden. Da kann unnatürlich klingendes Pumpen entstehen, also wird hier der Bassanteil einzeln komprimiert und die Höhen bleiben dadurch unberührt. So klingt das Ganze mit dem Multibandkompressor. Schon ein bisschen ausgewogener. Da habe ich hier noch ein paar Höhen hinzugefügt. Das lässt die Hi-Hat noch ein bisschen mehr schimmern. Dann habe ich das Ganze nochmal komprimiert. Hier habe ich auch noch einen Limiter benutzt. Der macht nichts anderes, als die maximale Lautstärke bei 0 zu begrenzen und alles so weit runter zu regeln, dass es niemals über die 0 geht. Und zum Abschluss habe ich hier noch dieses Boost-Plugin benutzt. Das ist eigentlich auch nur ein Limiter. Da wollte ich nochmal sicher gehen, dass wirklich nichts über 0 geht. Hier habe ich einen Output von minus 0,3 dB eingestellt. Also sind wir jetzt insgesamt 0,3 dB unter der absoluten Grenze von 0 dB. Alles, was über 0 dB ist, verzerrt furchtbar im digitalen Bereich. Drum will man da drunter bleiben. Okay, das war es auch schon mit unserem kurzen Mix-Tutorial. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, ein letzter Tipp. Wenn euch jetzt der Sound hier gefallen hat, dann könnt ihr das Ganze als Template benutzen. Und zum Beispiel, wenn ihr einen neuen Song schreibt, den direkt hier hineinschreiben. Ich zeige euch, wie das geht. Ihr löscht einfach alle Spuren mit Entfernen, geht auf Datei speichern unter, wählt als Dateityp vielleicht das Cakewalk Bundle aus, nennt es Rock Template und klickt auf Speichern.
Und jetzt könnt ihr jedes Mal, wenn ihr einen neuen Song schreiben wollt, dieses Template öffnen. Wählt ein Ordnerverzeichnis und einen Namen aus, zum Beispiel Song 1 oder Honigbiene, wie man so Rocksongs halt nennt. Und wählt ein Verzeichnis aus. Ich nehme jetzt einfach wieder den Desktop. Und jetzt habt ihr ein fertiges Projekt, das schon abgemischt ist, wo ihr nur noch eure Noten reinschreiben müsst, eure Gitarren aufnehmen und schon habt ihr einen fertig abgemischten Rocksong. Ich hoffe, euch hat die Videoreihe gut gefallen und ihr habt ein paar Ideen und ein bisschen Inspiration bekommen. Wer ein bisschen üben möchte, kann gerne noch einmal bei Null anfangen und selbst ein Arrangement anfertigen. Ihr könnt dazu das Template verwenden und die beiden Gitarrenspuren importieren oder vielleicht spielt ihr selbst Gitarre und könnt einen eigenen Song aufnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei.